Endlich ist es raus. Renata und Valentin Lusin haben das Geschlecht ihres Babys verkündet. Renata und Valentin Lusin. Es wird ein, für Renata und Valentin Lusin, beide 36, waren die vergangenen Jahre privat ein Auf und Ab. Das Let's Dance-Paar arbeitet schon länger an Nachwuchs, musste dabei jedoch einige Rückschläge verkraften. Erst im Frühjahr erlitt Renata ihre dritte Fehlgeburt. Doch nun ist die Tänzerin wieder schwanger. Inzwischen ist sie sogar schon im siebten Monat. Nun haben Renata und Valentina bei einer Babyparty auch endlich das Geschlecht ihres Kindes erfahren und dieses direkt ihren Fans mitgeteilt. Es wird ein Mädchen. Renata Valentin haben noch keinen Namen. Gegenüber Bild erklärt Renata: Wir wussten bis eben selbst nicht, was es wird. Wir haben meiner besten Freundin schon vor einigen Wochen den Umschlag mit dem Testergebnis gegeben und sie hat diese Feier heute mit einer Eventplanerin vorbereitet. Nach drei Fehlgeburten war uns natürlich komplett egal, was für ein Geschlecht unser Kind hat. Aber es ist nun natürlich so schön, wenn wir den kleinen Menschen in meinem im Bauch jetzt richtig ansprechen können. Für Renata und Valentin steht nun das nächste Projekt an. Sie müssen noch einen passenden Namen für ihre Tochter finden. Ihrem Baby entwickelt sich super. Der Arzt sagt, es ist alles top, er ist sehr happy mit mir. Bis zum 6. Monat habe ich noch ein paar Shows getanzt, damit habe ich Anfang November aber aufgehört. Unser Gummibärchen ist mittlerweile über 30 cm groß und rund 800 Gramm schwer, plaudert Renata überglücklich aus. Im März, also genau in dem Monat, in dem die Tänzerin in diesem Jahr eine Fehlgeburt hatte, dürfen Valentin und Renata ihre kleine Tochter willkommen heißen.